Hallo meine Lieben und willkommen zurück. Jawohl, es gibt leider schon wieder ein Haul. Und zwar diesmal von einer Sammelbestellung bei der lieben Bärbel. Und jawohl, den Shop-Link verlinke ich euch. Also ich verlinke euch den Shop unten in die Infobox. Und jawohl, ist eine Sammelbestellung. Man sammelt einen Monat lang, bezahlt, bekommt die Ware. So einfach ist das. Und jawohl, dann lege ich mal los. Ich habe zweimal bei ihr bestellt. Allerdings muss ich ehrlich sagen, ich habe beide Sachen auf ein Paket jetzt getan, weil es waren nur kleinere Kleinigkeiten, aber gigantisch. Jawohl, ich fange an. Und zwar hat sie mir als Dankeschön schon mal dieses hier reingelegt. Die habe ich zweimal. Die hat sie mir zweimal, also bei jeder Bestellung, einmal reingelegt. Das sind richtig coole und vor allen Dingen massive Perlkappen. Also nicht diese filigran, sondern richtige stabile. Dann hat sie mir eine Karte geschrieben, extra für mich. Die lese ich euch natürlich nicht vor. Die ist, wie gesagt, für mich. Dann hat sie mir ein Band reingelegt. Und ich muss auch ehrlich dazu sagen, ich und Bärbel sind sehr gut befreundet. Da kann man so sagen, gell, Bärbel? Und deswegen hat sie mir halt auch noch ein großes Extra reingelegt. Und das ist mega, mega, mega gigantisch. Also wirklich krass. Das kann man jetzt gar nicht anders sagen. Das ist der gleiche Stempel, oder das sind die Stempel, die auch hier sind. Und als ich die Karte gesehen habe, habe ich mir gedacht, oh, was sind das schöne Stempel. Und jetzt habe ich sie auch und das ist toll. Sie hat hier sogar den Hintergrund gestempelt. Das war ein ganz normales weißes Papier und das hat sie komplett gestaltet und gigantisch. Sie macht generell so voll die lustigen Sachen. Sie macht dann aus einem Stück Papier ganz ein ganzes Haus bauen, so in etwa. Ist wirklich gigantisch. So, und jetzt kommen wir zu meinem Einkauf. Da habe ich aber jetzt schon leider wieder was verbummelt. Und zwar habe ich da schon was benutzt, was auch schon leer ist. Und zwar gab es ein Set von Marianne Design. Da gehörte noch ein Block zu, ein 6x6 Block. Wie gesagt, den habe ich leider schon aufgebraucht. Und den kann ich euch leider nicht mehr zeigen. Es tut mir furchtbar leid. Aber diese Charms waren dabei. Zwei Libellen, zwei Sonnen, zwei Schmetterlinge, zwei Feen. Und die Feen, die sind ja wohl auch mega, mega süß. Und dann gab es, das Coole ist, vor allem das Set hat nur 6 Euro gekostet. Und dabei war noch ein Stempel. Das heißt, das sind zwei Stempel. Das ist einmal der Schmetterling und einmal das Haus. Und diese Stanzschablone. Und das ist gigantisch, gigantisch, mega, mega krass, gigantisch toll. Und ja, es ist wirklich krass. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es erwähnen darf, aber ich erwähne es jetzt einfach. Die liebe Bärbel hat leider keine Stanzmaschine. Deswegen hat sie mir dieses hier zweimal mitgesendet. Das muss ich aber ehrlich sagen, habe ich einer lieben Freundin geschenkt. Und sie hat sich mächtig darüber gefreut, weil das ist einfach gigantisch. Also gerade jetzt für den Frühling, dieses Vogelhaus und diese Vogelstempel, also das ist gigantisch, mehr als gigantisch. Vor allen Dingen, das sind ja hier so zwei liebende Vögel und die sitzen dann da in dem Haus und arg, da flippe ich aus. Bei solchen süßen Sachen flippe ich aus. So, was ich unbedingt brauchte, also das waren jetzt so Must-Haves. Eigentlich sind das alles Must-Haves, ne? Ah, die hier brauchte ich unbedingt. Das ist eine Stanzschablone von Sizzix. Die war so billig. Die hat, glaube ich, nur 8 oder so Euro gekostet. Und wer Sizzix kennt, der weiß, dass es eigentlich echt teuer ist. Super geil. Und ich muss auch ehrlich sagen, in Bärbels Shop sind Artikel wirklich teilweise 50 Cent, 20 Cent, 1 Euro und so billiger als in manch anderen Shops. Könnt ihr ja einfach mal stöbern. Also ich muss aber ehrlich sagen, ich habe immer so 3 Shops, wo ich bestelle. Dann schnupper ich mal hier und mal da und bestelle mal hier und mal da. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt keinen Lieblingsshop. Und ich mache es leider auch nicht von der Person abhängig, wo ich bestelle. So, und die ist aber riesig. Also wenn man hier so die Hand sieht, die ist wirklich gigantisch. Die kann man ganz toll einfach auf eine Karte machen. Ausstanzen und dann auf so eine quadratische Karte. Mega, mega, mega schön. Da freue ich mich mächtig. Und die gleiche gab es dann auch noch mit einem Hund. Und der Hund war billiger. Der Hund hat, glaube ich, nur 6 Euro gekostet. Hey, das muss natürlich mit, ne? Sowas muss mit. Ist auch so groß. Also, ach, goldig. Richtig goldig. Da doch das Vögelchen, was dem Hund sagt. Herzchen. Der Hund sagt dem Vögelchen Herzchen. Also, ach, goldig. Mega, mega süß.
So, dann geht's noch weiter mit Katzenalarm. Und zwar diese hier. Die hat die liebe Bärbel mir extra bestellt. Extra geschaut, ob es die gibt und extra bestellt. Und auch ganz toll. Billiger als eBay, billiger als überall. Gigantisch. Dann habe ich schon benutzt, deswegen ist es schon aufgepackt. Nochmal was von Sissix. Auch billiger als eBay. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viel billiger, aber ich glaube, 1 Euro billiger als bei eBay. Und dort sind hier diese ganz normalen Rahmen. Die kennt ihr in verschiedenen Größen. Die mussten einfach mit, weil ich finde diese Form einfach mega gigantisch. Ich habe auch von Stamping Up diesen Stanzer, edles Etikett. Das ist halt das gleiche, nur langgezogen. Also in länger, und das ist einfach gigantisch. Ich liebe diese Form gigantisch. So, und dann habe ich mir noch ein paar Blöcke bestellt. Einmal Vintage Paper Block von Joy. Muss ich ehrlich sagen, finde ich nicht so schön. Also ist ein bisschen langweilig, der Block. Aber man kann es gebrauchen. Aber ist echt langweilig. Ich finde es langweilig. Das hier ist wirklich richtig schön. Aber hier sowas, ja, Basics kann man halt als Untergrund für eine Karte benutzen, aber großartig irgendwie, weiß nicht. Ja, hätte jetzt nicht sein müssen, würde ich sagen. Aber schön, dass man es hat. Ja, das war's. Und zweimal, der musste einfach zweimal mit, das ist dieser Block, und ich habe gesehen in meiner Sammlung, ich habe ihn bereits zweimal, das heißt, ich habe ihn jetzt insgesamt viermal und noch nicht benutzt, aber dieser Block, der ist einfach, wenn man es so sagen darf, er ist Porno, er ist Porno, er ist Hippie-like, er ist gigantisch, er ist mega geil, auf gut Deutsch gesagt, der ist toll, der ist einfach kreisch, kreisch, einfach toll. Ach toll, daraus eine ganze Wand, und da würde ich ausflippen. Also gigantisch. Ah, da fällt mir nichts zu ein, außer gigantisch. Liebe Bärbel, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Und auch dafür, dass du halt so Verständnis für mich hast, weil es gab bei unserer Bestellung ein paar Differenzen. Egal, muss man hier jetzt nicht ausbreiten, aber vielen, vielen lieben Dank. Du bist so eine herzliche Person, gehst auf Wünsche ein und kannst auch wirklich erklären und gucken, was es gibt, und hängst dich da wirklich voll rein. Ich danke dir wirklich von ganzem Herzen, und ich hoffe wirklich, unsere Freundschaft bleibt noch bestehen, unabhängig von dem Shop. Also der Shop soll in unserer Freundschaft wirklich kein irgendwie Laster sein oder nicht im Weg stehen oder sonstiges. Shop und Freundschaft soll bei uns wirklich getrennt sein. Bärbel, ich hab dich furchtbar doll lieb. Ich danke dir so herzlich, und die Sachen sind einfach toll. Vielen, vielen lieben Dank für die ganze Mühe, für die super schnelle Versendung. Also, sie versendet aber sofort, wenn der Händler es liefert, bäm, sofort weg damit. Also, sie versendet so schnell, da kann man auch nicht immer Hallo schreiben, und schon hat sie es versendet. Gigantisch. Vielen, vielen lieben Dank. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Und ja, bleibt fruchtig. Tschüss.